Okay. Dann starten wir erstmal Animal Crossing. So, ich sehe gar nicht, wer da angezoomt wird. Alles klar. Ja, ich gucke jetzt nur noch, wer bei mir als nächstes aus der Stadt kommt. Und wenn dann... Obwohl, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, ne? Also ist das so, dass ich jemanden aus der Stadt oder dass der aus der Stadt muss und dann muss ich dich nur besuchen, dann schmeißt du den raus und dann kommt er zu mir rüber, oder wie ist das? Also im Prinzip. Oder musst du den erst von dir entfernen? Ich habe das noch nie gemacht, ich habe da gar keine Ahnung von. So. Nein, ich habe keine Quest noch gesehen. Wann habe ich denn zuletzt Animal Crossing gespielt? Am Freitag, ne? Ja, müsste Freitag gewesen sein. Das war vor 3 Tagen. Glaube ich. Ja. So. Was gibt's Neues? Oh. Mein lieber Bass, der Duft der Bäume und das frisch gebete Gras lockt mich aus dem Haus, raus in die freie Natur. Als du klein warst, mochtest du es nicht so sehr, aber inzwischen liebst du das Wandern. Stimmt's? Wandervolle Grüße. Stimmt, es war ja gestern Muttertag. Robert, na, Behop, ich kann mich ja nicht immer um dich kümmern, deshalb habe ich die Kameraden hier besorgt. Tu einfach so, als wär ich das und fühle dich rund um die Uhr beobachtet. Scherz. Kameraden, okay. Akademie. Magazin. Ein Chino. Hey, was hab ich so viel Zeug? Muttertagtasse, Nelkenbouquet, Dodo Airlines. Vieles Dank für die Dodo Airlines. Achso, die Sterne-Coupons, okay. Die Sterni-Coupons und von Olli. Na, hast du ordentlich Spaß gehabt im Labyrinth? Auf jeden Fall. Was für Zufall auch, dass wir uns dort getroffen haben, oder? Als kleines Souvenir von dem Event kriegst du auch ein Foto von mir. Ui. Schön. Dich können wir einmal ganz kurz wegschmeißen. So. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir bekommen haben. Schönes, ne? Also, das von der Mutter. Beutel von Mama. Ah. Platzieren. Oh, schick. Dann haben wir von Robert. Das sieht ja. Das ist ja geil. Boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der mir irgendwie was schenkt, was als kleiner Kerl passt. Ist ja cool. Ich finde das so cool, dass die mit den Sachen interagieren. Magazin. Sobald dein Haus frei bei dir ist, musst du dann zu mir kommen, sonst kommt ein Random-Bewohner zu dir. Okay. Dann machen wir das so, dann melde ich mich, wenn das funktioniert. Und dann machen wir das am besten. So, die Sterne-Coupons. Und wir haben hier noch das Foto von Ali. Und der Neues ist da. Herzlich willkommen, Neues. Oh. Was steht denn da? Hoch auf der Rückseite des Fotos. Ja. Geburtstag, 1. Februar, Sternzeichen Wassermann. Lieblingsspruch: Die Katze tritt die Treppe rum. Okay. Naja. Der Olli halt, ne? So, ich guck mal grob, ob hier noch irgendwas ist. Na, Neues. Wie geht's? Wie steht's? Was macht der Tag? Ich bin heute irgendwie so müde und mir ist so schwummrig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und ich war heute an der frischen Luft, ne? Ich bin heute einkaufen gegangen. Heute und Samstag. Also aus dem Haus, besser gesagt. Ich sitze. Du machst Fortschritte. Also heute gehe ich nicht mehr sonst raus, aber vielleicht noch morgen. Und ja doch, morgen oder höchstwahrscheinlich übermorgen, da muss ich noch ein bisschen einkaufen gehen. Also so Kleinigkeiten für Donnerstag. Psst. Soll doch keiner wissen. So. Ich habe heute eine Nachricht gekriegt auf YouTube. Da hat jemand wegen den Wegen hier gefragt. Und dann wollte ich eigentlich antworten. Und dann habe ich gesehen, dass der... Hä? Der Baumstamm? Tatsache. Hab ich gesehen. Und dann wollte ich da antworten und dann habe ich gesehen, ja, der Kommentar wurde schon gelöscht. Da habe ich mir auch gedacht, hä, warum fragst du denn was, wenn du sowieso nicht wissen willst? Oder wird der automatisch gelöscht? Ich habe keine Ahnung. Komm mal her. Nein. Ah. Oh. Ein Vogelfalter. Kriegen die sogar ein bisschen Geld? Also der sieht aus, als würde der ein bisschen Geld kriegen. Geben. Kriegen vielleicht auch. Keine Ahnung.
Naja. Ah! Der Neues ist online. Ich wusste gar nicht, dass man so einfach eine Nachricht kriegt. Er war wohl schüchtern. Kann sein. Aber das habe ich öfters zwischendurch. Ich weiß aber nicht, wieso. Willst du noch einen Q&A auf YouTube machen? Irgendwann bestimmt, aber bis jetzt gab es nie irgendwie genug Fragen oder beziehungsweise eigentlich hat nie jemand irgendwie was Relevantes gefragt, dass das irgendwie nötig wäre. Wieso? Einfach so? Also irgendwann möchte ich das definitiv machen. Ich hatte ja mal so ein Format eigentlich gehabt, wo ich generell so Sachen beredet habe, aber das habe ich dann doch nicht mehr gemacht, weil ich habe ein Problem mit Videoschneiden. Ich komme da nicht irgendwie hinterher. Ich könnte den jetzt schon abschießen, aber ich riskiere es nicht. Ja. Oder meinst du jetzt wegen anderen Sachen? Ich wollte auch mal so ein Q&A machen mit so anderen Themen, so generell Nerd-Themen, weil ich finde das total cool, wenn ich zum Beispiel so auf so Nerd-Kanälen bin und dann kann man denen Fragen stellen und die antworten dann. Und die beantworten das dann halt aus dem entsprechenden Franchise und sowas fände ich halt mega interessant, aber dafür bin ich leider noch zu klein auf YouTube. Müsste genug Leute fragen. Bambus-Schachtelkohl, den habe ich schon, ja. So. Aha, noch mehr Steine. Ach ja. Und ich habe gestern endlich den ersten Superman geguckt, von denen, die ich mir jetzt letztens geholt habe. Ist noch so klein. Ja, leider. Also mein Video hier, was ich auf, wie heißt es, Bastorf hochgeladen habe, das hat sich fast keiner angeguckt. Aber das war jetzt ja auch nichts Wichtiges. Nee, ich habe gestern Superman geguckt, endlich. Und ich habe gestern leider nochmal zugeschlagen. Auf einer gewissen Kaufplattform. Ich kriege jetzt die Tage noch mehr Superman-Filme. Animated. Okay, Leute, schreibt Fragen an Bas. Ja, mal gucken, ne? Ich könnte sowas auf Instagram mal fragen. Warum geht denn heute alles kaputt? Obwohl da auch nicht mehr die Resonanz so groß ist. Das war auch mal früher viel, viel größer. Heute sind die meisten eigentlich nur noch Leute, die mir folgen, die, weiß ich nicht, die selber irgendwie irgendwas haben wollen. 2 plus 2. Weiß nicht. Ach ja. Also was finde ich mal lustig. Momentan komme ich eh irgendwie zu sowas überhaupt nicht mehr. Was mache ich denn gerade viel? Ich räume gerade hier ordentlich auf, ne? Mein Boden ist schon sehr... Komm, ich packe die jetzt ins Zimmer. Ich wollte die sowieso hier wegpacken. Ins Zimmer, ins Haus. Warum auch immer ich die heute unbewusst eingesammelt habe. Aber hey, passiert manchmal, ne? So. Hallo, Bunny. Ja, die Standardfrage, ne, Ben? Das nimmt Boden. Tatsache. Und einmal so im halben Jahr sehe ich den mal wieder. Ja, also momentan räume ich hier halt ein bisschen auf, guck, dass wir hier mehr Platz haben, damit ich bald die, dass wir bald mal wieder Lego-Streams machen können. Oh. Und ich sortiere ordentlich halt die Kisten aus. Also, Entschuldigung, die Lego-Kisten. Boah, oh ja, jetzt kannst du laut schreiben. Ja.
Ja, und ich hoffe, dass die bald sortiert sind, weil dann können wir noch viel, viel besser die Steine sortieren. Also, sortieren für... Ja, ihr wisst schon. So. Dass wir die Sets sortieren können. Ja, und dann mal sehen, ne? Aha. Ist das überhaupt für eine Katze? Okay. Was du so alles hast, ne? Was du so alles hast. So, das ablegen. Ja, und weitermachen. Flup, 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 flup. Hä? Moment, 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 Moment. Ich muss mein Handy kurz holen. Bevor ich irgendwie eine Nachricht kriege. Aber ich glaube, heute dürfte nichts kommen, ne? Boah. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo das andere ist. Ach, da! Oh! Okay. Hey, Captain Feuerwehr! Hi! Mir geht's ganz gut. Und wie geht's selbst? Und dir auch einen wunderschönen Tag. Oder euch. Die Katze hat doch jeder. Wirklich? Kenn die gar nicht. Kenne ich nicht. Sind da voll. Sind hier neue Sachen drin? Tatsache, die Katze habe ich auch. Die habe ich ja noch nie gesehen. Muss leider auf, ich versuche nochmal vorbeizuschauen ein bisschen. Alles klar, ciao dann und schön, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, falls man sich nicht mehr sieht. Und ja, ciao, ne? Mir geht's so mittelmäßig, sagen wir es mal so. Schön in Caps geschrieben. Mittelmäßig, was ist denn los? Und ich habe die Schleuder vergessen. Die hole ich mal ganz kurz. Und eine neue Schaufel, falls die hier kaputt geht. Ja, das ist auch irgendwie ein komischer Tag, muss ich sagen. Du hast ja den Fisch für dich entdeckt, ne? Okay. Puh. Dann kannst du keine Frage. Alles gut. Ich hab mal irgendwo jemanden gehabt, der hat immer in Caps geschrieben. Immer. Und ich kannte mal jemanden, der hat... kennt ihr so Leute, die schreiben immer in der dritten Person, wenn die von sich reden? Oder reden in der dritten Person? Das ist mein neuer PogChamp. Der passt als PogChamp. Also er ist besser als der richtige PogChamp, also der aktuelle PogChamp. Ich finde den gut. Ist eine gute Entscheidung getroffen. Puh. Okay. So, dann wollen wir mal weitergehen. Jetzt mal Früchte sammeln noch. Weiß gar nicht, was wir heute hier im Spiel machen eigentlich. Eigentlich müssten wir ja theoretisch weiterarbeiten an der Burg oder so oder an dieser kleinen Stadt. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir das alles verwirklichen sollen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Naja. Wenn wir schon irgendwie alles hinbekommen, ne? Hoffentlich. Nee, ich bin halt unzufrieden mit der Burg. Ich habe ja schon gesagt, ob wir eventuell alles eine Stufe runterziehen oder so. Aber, ach, ich weiß es nicht. So. Alle, die sich in der dritten Person reden, sind Psychos. Oh ja. Ich finde das so eigenartig, ne? Da finden die Leute das auch noch lustig. Ja, ich kannte mal jemanden, der hat das ganz schlimm gemacht. Bestimmt kenne ich noch mehr, aber das sind so Leute, die kennen will man, glaube ich, gar nicht. Ah, nee, also der war echt anstrengend. Naja, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Glücklicherweise. Aber hey. Ach ja. Ich weiß gar nicht, was man so bereden soll.
Wir reden besonders. Ausdiskutieren. Wir müssen über irgendwas diskutieren, Leute. Nee, heute ist halt einfach ein... Also irgendwie ist der Tag gut, aber auch irgendwie... Wenn ihr versteht. Und Feuerwehr ist froh, dass du keinen Tag mit ihm hast. Oh, ist der das? Ich finde den Namen immer noch so geil. Captain Feuerwehr. Der neue stimmt hinzu. Wunderbar. Oh, oh, doch, eine Mitteilung habe ich noch. Da habe ich ja schon gestern gemacht. Gestern, am Samstag gemacht. Ja, es steht bald wirklich in der Möglichkeit, dass wir das neue Pokémon Snap spielen, weil, wie ich schon meinte, mein Bruder hat das Spiel. Nur wie ich schon meinte, ich möchte sehr, sehr gerne vorher den ersten Teil nochmal durchgespielt haben und dafür möchte ich mir sehr, sehr gerne einen speziellen Controller holen, den ich mir voraussichtlich erst in 2 Monaten kaufe. Bedeutet, das wird dann doch noch ein bisschen dauern. Aber bis ich das Spiel überhaupt erst kriege, kann es auch doch bis zu diesem Zeitpunkt dauern, also... Gemach, Gemach. Übrigens bin ich noch am Überlegen, ob wir Manni oder Flora aus der Stadt schmeißen. Also wir kriegen auf jeden Fall Ottokar. Das steht schon fest. Aber naja. So. Boah. Müde. Ich habe mich vorhin auch ganz kurz hingelegt. Einfach nur hingelegt. Und weil ich dachte, boah, du bist so müde, leg dich mal hin. Und dann wurde ich Gott sei Dank wach, weil einschlafen, ne? Einschlafen ist keine gute Option am Tag, weil dann bist du am nächsten Tag genau zur selben Uhrzeit wieder müde. Nur aktuell gehe ich eigentlich recht früh ins Bett, stehe auf, bin eigentlich wach und dann werde ich aber immer müde im Laufe des Tages. Immer müde. Ganz schlimm. Boah, guck mal, die sind alle ausgewachsen. Cool. Keine Feuerwehr hat eine Idee, wir schreiben den Rest des Streams nur in der dritten Person, sofort streamen wir an. Och nö. Boah, das wäre echt anstrengend. Echt anstrengend. Für alle Parteien. Wer weiß, wer heute noch dazu kommt, ne? Wenn dann alle so schreiben, das wäre so lustig. Ach ja. Oh, Nackenaua. Aber ich kann heute nur meckern, ne? Ach ja, ein Meckertag. Boah. Oh, da ist die Goldstelle. Die habe ich letztens nicht gesehen. Aber die habe ich generell auch schon länger nicht mehr gesehen. Und der Stein muss hier noch weg. Oh. Oh, wir haben nicht mehr viel Platz. Okay, ich würde sagen... Oh. Ich würde sagen, dass wir eventuell jetzt kurz die... zum Strand gehen, die Kokosnuss-Sachen machen, da die Sachen verkaufen und danach halt den Rest der Inseltour machen. So einen Geldbeutel. 1000 Sternis. Und vergraben. Man kann übrigens nicht mehr bunt schreiben hier. Ach so, okay. Ich dachte, das war nur ein Fehler oder so. Warum eigentlich? Oder muss man das irgendwie separat hier das Streamer so einstellen? Weil das habe ich nicht gemacht. Also, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen, dass ich das machen müsste. Deswegen hätte ich das nicht auch gemacht. So, ist hier ein guter Platz? Kann ich hier was pflanzen? Das sieht knapp aus. Ah, doch. Ich weiß nicht, ob der da wächst. Ja, werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen. Genau, ich wollte noch die Kokosnüsse holen und dann machen wir den Rest. Aber warum denn nicht mehr? Das verstehe ich gar nicht. Weil Twitch Kursiv wohl besser findet. Also die einzige Idee, die ich dahinter hätte, wäre, dass dieser Kack mit diesen... Dass Leute da manchmal kommen und sagen, hier ist eine Geldspende für dich.
Aber das habe ich ja auch ewig nicht mehr gesehen. Moment. Oh oh. Ich habe noch Stöcker. Habe ich vergessen. Legen wir einfach mal hier ab. So. Ja, aber deswegen nur? Hm. War es irgendwen zu bunt? Das stelle ich mir eher vor, ja. Nein, also schlecht fand ich es jetzt nicht. Wiederum, du kannst ja auch Nachrichten hervorheben. Also eigentlich ist das ja recht irrelevant gewesen, oder? Also nett ist es zwischendurch. Man kann ja damit ein bisschen rumspaßen, aber... Naja. Ich hab's eh nie benutzt, also soll's mir egal sein. Aber für euch ist es, glaube ich, ein bisschen nervig. Ich muss auch immer noch, wenn ich gerade von Nachricht hervorheben geredet habe, ich muss immer noch die Kanalpunkte anpassen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich neue Möglichkeiten gesehen habe, was wir machen können. Da wollte ich noch kurz gucken, da wollte ich doch gucken die Tage. Ja. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, dass da mehr Möglichkeiten dann bestehen. Aber mal sehen, ne? Mal sehen. Auf jeden Fall werden da noch lustige Sachen hier reinkommen. Dann könnt ihr mit Kanalpunkten lustige Sachen machen, Leute. Lustige, lustige Sachen. Mir sind auch schon 3 Sachen eingefallen, aber die sage ich nicht. Beziehungsweise 4 Sachen. Aber die 4. Sache, die finde ich ein bisschen anstrengend. Naja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Oh, Gerd ist da. Ich habe mir sogar gewünscht, dass Gerd da ist. Ich weiß nicht wieso, ich habe es mir einfach gewünscht. Nein, wegen den Blumen. Ich wollte mal wegen den Blumen auch mal gucken, dass ich mir neue kaufe. Ich auch gleich eigentlich direkt... Ja, nee. Wir machen erst die Inselsachen. Die machen wir jetzt erst fertig und danach gucken wir deswegen. So. Hallo! Oh, ihr habt eine Küchenmaschine. Was da oben in der Mitte ist, habe ich nicht gesehen. Ich möchte verkaufen. Das. Ja. Okay. Ja, klingt gut. Ist ein guter Preis. Eine Kuckucksuhr. In Weiß. In einer anderen Farbe hätte mir da besser gefallen. Eine Spritze kriegt der Hund. Okay, wird er jetzt auch... Nein, dann würde ich dir für Spaß oder je nachdem, ich weiß ja nicht, ob das für euch eine spaßige Sache ist. Und schön, dass du da warst. Dann sage ich mal, bis man sieht sich, ne? Bis irgendwann. Bis man sieht sich, ja. Ja, im Prinzip. Ciao. Kuckucksuhr. Bin gerade irgendwie raus. Da, Kuckucksuhr. So, leider. Und das war Flechtbett? Hieß das so? Da. Flechttischchen, Sofatisch, Sessel, Schrank. Okay. Handtuchkopf, Flechtfrisur, Flechtbett. Oh! Eine neue Farbe! Spaß, haha, das ist eine Qual. Ich weiß ja nicht, wie dein Hund darauf reagiert. Keine Ahnung. Nehme ich. Oder wie du darauf reagierst. Ich habe da keine Ahnung von. Ich müsste den Chessy mal wieder impfen lassen, glaube ich. Rührmaschine. Boah, ich hätte so gerne auch eine, also eine richtige. Da einen Pizzateig machen, ne? Aber die Sache ist, es gibt davon so Billigversionen. Die sind so aus Plastik, aber die möchte ich nicht haben, weil die sollen wohl nicht so gut sein. Obwohl ich davon ja gar keine Ahnung habe. Ich würde eher Silber sagen, warum Grau? Ist doch auch ein Grau, ne? Ja. Ich brauche eigentlich Gegenstände, aber ihr habt leider nicht die, die ich will. Ja. Oh, Schiffsdeck. Nehme ich. Was ist da links daneben? Steinboden. Nehme ich.
glaube, so, mir fehlen auch noch so viele. Mir fehlen auch so viele Teppiche und Tapeten, ne? Glaube ich. So, wieder 99.000. Aber die beiden linken möchte ich auch noch. Mhm. Obwohl, kommen wir nehmen noch das. Puzzleboden. Können wir Banjo-Kazooie spielen? Ha! Das war's schon. Danke! Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Bestimmt nicht mehr viel. Oh, das geht. Das geht. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zu Tina und Sina rüber. Ja, und dann machen wir die Insel, also das Laufen da zu Ende. Oder sich mal dazwischen dahin gehen, ne? Sonst ist das ja immer so, dass ich zum Schluss erst zum Laden gehe. Hallo, ihr habt einen Feuerwehrhelm, der sieht cool aus, den will ich haben. So ein komischer Feuerwehrhut. Hut. Das heißt Helm, nicht Hut. Sorry. Ich weiß nicht, was ich heute habe. Ach komm, wir bringen die Sachen erstmal ins. Obwohl, wir können jetzt mal die Äxte wegbringen. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Keine Ahnung, warum ich heute so müde bin. Ist manchmal so, ne? Naja. Platzieren. So, platzieren. Okay. Wie viele Fossilien fehlen mir eigentlich noch? Auch gar keiner. Schön. Hätten wir das auch. Ja, und wir müssen natürlich noch die Person finden, die heute im Haus ist und bastelt. Das machen wir auch gleich. Ja, aber sonst, Lego Batman gibt es heute auf jeden Fall noch. Und was gibt es heute noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Vielleicht spielen wir später noch was anderes, aber da gucke ich mal. Je nachdem, wie motiviert ich noch bin, wie wach ich bin, ist wohl eher die Sache. Nee, also im Prinzip motiviert bin ich heute. Generell bin ich motiviert. Weil ich bin halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ganz komisch so, hat man ja manchmal, ne? Also, dass man so, weiß nicht. Na, ihr's? Oh, Pierre ist zu Hause. Dann wollen wir mal gucken, ob Pierre am Basteln ist. Kann ja sein, wer weiß. Aha! Hallo, Pierre. Ja, hallo, was machst du? Und Tulpentürkranz. Och Mann. Ja, klar träume ich davon. Mhm. Also hatte ich den auch noch nicht. Och nö, jetzt wieder alles voll. Okay. Was haben wir denn hier bekommen? Von Tanja. Vogelbad Fels? Ich suche ja noch so Felssachen. Wie sieht der denn aus? Oh. Cool. Den baue ich mal gleich. Vielleicht kann man den auch noch umgestalten. Ne, also was ich halt gerne noch ein bisschen hätte im Bereich Anleitung, sind so ein paar Steine, die man irgendwo hinstellen kann. Und insgesamt muss ich auch sagen, von Gegenständen fehlt mir immer noch so eine Möglichkeit, so Wände zu bauen oder sowas. Das finde ich echt gut, wenn es dafür mal eine Möglichkeit gäbe. Also so wie, weiß ich nicht, einfach mal so. Mauern, aber hohe Mauern. Nicht nur hier diese Mauern als Zäune, sondern richtige Mauern. Oder, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, so Betonwände oder so. Irgendwie sowas in. Oh, irgendwie sowas in der Richtung. Meine Nase juckt heute wieder so. Ja, da gibt es bestimmt gute Ideen für. Sie müssen nur ins Spiel reingepackt werden. Oh, ein großer Fisch. Ein großer, großer Fisch, den ich haben will.
Okay, so groß ist der jetzt auch nicht, aber ich will ihn trotzdem haben. Nicht hingucken, sonst wird man abgelenkt. Plup. Komm, lass ihn frei. Tschüss. Ah, ich wusste es. Okay, egal. Wir bringen jetzt die Sachen erstmal ins Haus und dann... Ach nee, erstmal gehen wir zu Eugen und dann bringen wir die Sachen ins Haus. So. Ich muss echt sagen, dieser ganze Bereich hier unten mit der Stadt gefällt mir echt gut. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir den restlichen, also die restlichen Stadtsachen machen. Weil da habe ich ja noch gar keine Ahnung. Aber mit dem Zug, ich weiß gar nicht, ob wir das den Zug überblassen sollen. Wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber okay. Bin echt am Überlegen, ob wir den entfernen sollen, ne? Weil der ist so unnötig da. Der ist absolut unnötig da. Oh, hier hin. Ich laufe hier auch immer falsch. Hallo. Hallo, Eugen. Boah, Mann. Sorry, dass ich so viel gähne. Hallo. Fossilien analysieren. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja. Danke. Nein. Das wär's dann. Aber dankeschön, Eugen. Tschüss. Kackvogel. Nein, Eugen mag ich eigentlich. Ich muss auch sagen, Eugen ist so einer meiner liebsten Figuren in Animal Crossing so gewesen. Und ich finde, Eugen hat zu wenig Persönlichkeit. Mir fehlt, ich habe ja schon mal gesagt, mir fehlt auch sowas wie, dass die wirklich so richtige Wohnhäuser haben, wo die am Abend dann dahin gehen. So ein Partner für Eugen wäre cool, der dann am Abend dort ist oder am Tag halt, wenn Eugen schläft. So, legen wir erstmal alles ins Lager. Ich glaube, ich habe aber auch langsam wieder alles voll. Ach, den hätten wir auch ab... Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich behalte jetzt die Sternenkoppelungs erstmal. Schadet ja bestimmt auch nicht unbedingt. Ja. Ich würde mal ganz kurz auch dieses Vogeldings bauen, weil ich echt interessiert bin, wie das aussieht. Gut. Dafür brauche ich Steine. Das nehme ich mal kurz mit, falls wir wirklich mal was umdesignen wollen. So. Herstellen. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie groß das ist. So, genug. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube nicht, dass das viel zu groß ist. Ich glaube einfach nur 1x1. Oh! Das ist ein dickes Ding. Nein, ich will das nur drehen. Oh, ich wüsste gar nicht, was wir damit machen soll. Umgestalten. Muss ich mal sehen, wie das aussieht. Du kannst das noch bemoost. Werde ich definitiv die Stelle verhaben. Ganz definitiv. Fehlt mir noch irgendwas? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas heute vergessen. Hm.
So, wir haben eine Vogeltränke. Dann schauen wir uns die doch mal an. Boah. Ist ja schon cool, ne? Also wenn man die bestimmt irgendwo gut integrieren könnte, so im Park vielleicht links oder halt, ich kann mir den auch echt gut vorstellen, diesen kleinen Park da oben, den da. Wenn man das irgendwo hier einfach reinstellt. Na, hier bin ich auch noch echt unzufrieden mit den Sachen. Vielleicht wirklich so hier irgendwie hin. Ja. Ich finde, das hat was. Okay. Ja, wir können mal ganz kurz mit Gerd reden. Hallo. Ja. Ich möchte einkaufen. Und zwar ist das, ja doch, das sind die ich da oben habe, ne? Da möchte ich gerne ein paar von kaufen. 5. Weil ich weiß nicht, ob ich davon noch ein paar benötige. Nochmal 5. Ich weiß gar nicht, ob ich von den anderen welche habe. Ja, und von den Blumen hätte ich gerne auch nochmal jeweils 5. Dann gucke ich wieder, ob ich die einpflanze oder so. Dann würde ich vielleicht mal heute sagen, dass wir ein bisschen Blumen sortieren werden oder sowas. Fünf. Ich sortiere immer zwischendurch die Blumen um, da in diesem Blumenpark. Also das könnten wir heute mal machen. 5. Ach, der Hasso. Rotchrysanthemen. Ich weiß nicht, ob ich die alle habe. Ich kann mir das nicht merken, wie die heißen. Boah, von Blumen habe ich echt keine Ahnung. Weißchrysanthene. 5. Weißkosmea. 5. Da habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Rotkosmea. Ich glaube, von dem kriegt man auch Blumen, die man sonst nicht bekommt, ne? Also die man so normal nicht kriegt auf der Insel oder auf. Ich weiß gar nicht, kriegt man durch Meileninsel alle Blumen? Ich weiß das gar nicht. Auf 5. Nö, jetzt habe ich alles. Danke, Gerd. Der gerdige Gerd. Ach ja. So, hallo meine Lieben. Ich möchte nur kurz Fischerbootflagge. Fischerbootflagge? Okay. Ja, da müssen wir auch gleich noch gucken. Oh. Ja, die habe ich schon, ne? Nelkenbouquet. Ich glaube, Nelkenbouquet habe ich, ne? Das sind alles dieselben, ne? Ach, guck mal, das wird hier auch nicht aufgeführt. Warum auch immer manche Sachen hier nicht aufgeführt werden. Naja, egal. Ja, das wär's dann, ne? Brauche ich hier noch irgendwas? Ich glaube aber auch nicht. Moment. Damit kann man bestimmt irgendwas machen, ne? Also ich glaube, den habe ich schon, aber... Irgendwas Schönes mit vorstellen.
Will einfach mal nur gucken, ob hier irgendwie was Besonderes noch ist. Nö. Okay. Nein. Puh. Ja, also eigentlich können wir jetzt noch ein bisschen die Insel verschönern. Auf jeden Fall würde ich heute mal gerne hier die Blumen ein bisschen umsortieren. Wie können wir das denn am besten machen? Also ich möchte auch von jeder Sorte auf jeden Fall eine haben. Mindestens. Momentan sind das zwei, vielleicht höchstens drei. Deswegen, da würde ich gleich mal ein bisschen umsortieren. Ja, das wird aber ein bisschen länger dauern. Ja. Es wird ein bisschen länger dauern. Die Dinger müssten wir auch mal alle ins Haus bringen, ne? Ich weiß auch generell gerade überhaupt nicht, wie das aussieht mit Punkten oder irgendwas anderes hier auf der Insel oder wie wir generell noch die Insel gestalten. Ich wäre ja auch im Überlegen, ob wir heute hier die Insel mal so machen wie... Okay. Dachte ich, ja, was dort? Soll die Insel auch mal ein bisschen anders machen oder so? Hey Lukas, hi! Was geht? Ich habe gesagt, ob wir die eventuell mal ein bisschen umstellen oder so, dass wir das hier alles... Warte mal, dann wäre der Weg ja hier auch anders, ne? Dann wäre der ja auch auf derselben Stufe. Dann hätten wir noch so einen Aufgang übrig. Ich habe ja hier gesagt, kann ich jetzt mal kurz sagen, ich habe hier gesagt, ob man vielleicht alles auf diese einen runtersetzt, ne? Dass wir vielleicht rechts das schon oben lassen, also hier lassen wir das alles unten. Außer vielleicht dort oben im Norden, dass wir das so ein bisschen so stufenmäßig machen. Da können wir ja irgendwas machen. Und beim Schloss. Und hier bleibt das auch so. Wir können ja noch überlegen, ob wir hier links irgendwie noch was hinbauen oder so. Boah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Stellt euch mal vor, wir würden sowas wie so ein Anlegeding machen, wo die Boote, so Boote hier lang schwimmen können. Das finde ich auch cool. Nein, also das bleibt hier auf jeden Fall. Ob hier noch wirklich ein Zug lang kommt, ich weiß es nicht, ob wir das so machen. Ich lasse es aber erstmal so und ob man hier links noch irgendwie was macht. Aber ich denke mal, dass das wirklich hier bis, also dass das alles so bleibt und nur ab hier links halt sich umändert. Dafür müssten wir den Fluss hier entfernen, die Brücke müssten wir entfernen. Ich glaube, wir müssten generell diese ganze Sache hier anders stellen. Aber wenn wir das alles einen runtersetzen, könnten wir die ganze Burg auch einen runtersetzen. Und das heißt, wir könnten dann alles viel, viel angenehmer hier dekorieren. Weil dann könnten wir auf der Ebene auch noch Sachen machen. Also diese Ebene da vorne. Das würde ja alles einen tiefer setzen. Ne? Wäre nur eine riesen Aufgabe. Ganz gut und selbst. Auch ganz gut, würde ich sagen. Ja. Aktuell ist es ein bisschen anstrengend. Müde, meine ich. Deswegen anstrengend, aber sonst... Nein, also mir geht es momentan ganz gut. Bin nur so ein bisschen... ich habe vorhin schon gesagt... Ach komm, ich packe jetzt die ganzen Kackanleitungen in das Badezimmer. Passt ja, Kackanleitung ins Kackzimmer. So. Aber das wäre ja eigentlich alles eine ganz, ganz gute Idee, würde ich sagen. Das Wetter ist auch gerade anstrengend. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei uns ist das halt, bei uns ist gerade sehr sonnig. Gestern war mega warm und ich muss sagen, es ist jetzt auch total warm. Obwohl es draußen gar nicht mal so warm ist. Die Heizung ist aus. Es ist draußen eigentlich okay. Gestern war richtig warm. Dann das Komische war, das war vorhin überall graue Wolken. Da habe ich gedacht, jetzt fängt es an zu regnen und ich musste ja vorhin weg. Und ich kriege davon Kopfschmerzen, wenn das Wetter noch so hin und her wackelt. Das ist so nicht schön. Bin mir auch nicht, kann jetzt nicht mehr wirklich raus, wegen der Hitze. Ach stimmt, die Bootsflagge wollte ich mir noch angucken. Wie sieht die denn aus? Ah, tatsächlich ist es nur fürs Wand. Fürs Wand. Vielleicht kann ich die hier aus? Ach so, aber die sieht gar nicht mal so schlichter aus.
Auch wenn ich die eher über die Tür oder neben die Tür packen würde. Kommt, wenn wir schon dabei sind. Hat was. Ja, weil wir beim Wärme zum Beispiel, beziehungsweise Sonne sehr schnell. So wird sehr schlecht. Ja, das habe ich auch. Also ich habe Kopfschmerzen bei Hitze. Ich habe generell Probleme mit den Augen, weil es so hell ist dann ist. Und ja, nee, kann ich nachvollziehen, was du hast. So. Müssen wir noch irgendwas machen. Okay, also wenn wir jetzt als erstes das mit den Blumen machen, könnte ich noch ein paar Schaufeln mitnehmen. Ja. Wir könnten mir später auch gucken, welche wir doppelt haben und die mal verkaufen. Wie sieht das gerade generell lagertechnisch aus? Ach, wir haben nur noch 5 Plätze. Ja, Blüten könnte ich auch neue holen und dann wieder verkaufen, welche wir doppelt haben. Weil das bringt auch ein bisschen Geld, das könnten wir auch machen. Ja, ich glaube, das werden wir auch so ungefähr machen. Nehme ich jetzt nur noch mal 2 Schaufeln mit, sicher ist sicher. Und dann können wir eigentlich die Blumen erstmal alle oben, also da anpassen. Ich hasse Sommer. Ich finde den Sommer auch unglaublich schlimm. Also aktuell, diese Schwankungen sind ja auch für den Arsch. Nee. Also, ich verstehe nicht, dass so viele Leute sagen, boah, ich will unbedingt Sommer. Ich kann den Sommer nicht ab. Und das ist nicht nur, ich kann den nicht ab, weil es einfach warm ist oder so. Ertrag das nicht. Ich ertrag das wirklich nicht. Mir wird, wie du gesagt hast, mir wird da halt auch schlecht von. Mir wird schwindelig. Ich kann nichts machen an die ganzen Tage. Ich kann eigentlich nur rumsitzen und nichts machen, weil ich einfach unfähig bin, an den Tag was zu machen. Weil da werde ich so müde von, da würde ich total, ja, weiß ich nicht. Alles überfordert, alles ist anstrengend, alles ist, nee. Also ich hasse den Sommer so sehr.